Die islamischen Banken sind von der globalen Finanzkrise zumindest weitgehend verschont geblieben. Das liegt daran, dass diese Institute sich an den Regeln des Koran orientieren. Und das wiederum heißt, dass sie nur in die reale Wirtschaft investieren. Spekulative Anlageformen, sie kommen erst gar nicht in Betracht. Bislang operieren islamische Banken in Europa vornehmlich in London, doch jetzt wächst auch in Frankreich das Interesse an diesen Finanzinstituten. Eine Reportage von Isabelle Layani. Begriffe wie Sukuk, die islamische Anleihe, bergen für Philippe kein Geheimnis mehr. Nach 10 Jahren in der westlichen Finanzwirtschaft versucht er jetzt sein Glück in der islamischen Finanz. In diesem Sektor bewegt sich vieles und die größten Innovationen stehen uns noch bevor. Im islamischen Bankensektor sind weltweit rund 500 Milliarden Dollar im Umlauf, alles korankonform. Man muss sich an eine Reihe ethischer Grundsätze halten. Es gibt Verbote, man darf zum Beispiel keine Zinsen nehmen, weil das als Wucher gilt. Firmen, die mit Waffen und Pornografie handeln, sind ausgeschlossen. Und Anlagen mit hohem Risiko oder Spekulation sind auch verboten. In der Managementschule von Straßburg macht Philippe eine Fortbildung in islamischer Finanzwirtschaft. Dieser Kursus ist in Frankreich neu. Wie überall in der Finanzwelt gibt es auch hier wenig Frauen, dafür aber Teilnehmer aus vielen Ländern. Die islamische Finanzwirtschaft ist universell. Sie interessiert sich nicht nur für Moslems. Sie hat keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit. Die Geschäftswelt überzeugt vor allem, dass die Investitionen ethisch orientiert sein müssen. In London und New York gibt es bereits einen islamischen Leitindex. Auch an der Pariser Börse wird es ihn bald geben. Dort werden Papiere von Unternehmen gehandelt, deren Aktivitäten mit den Grundsätzen der Scharia übereinstimmen, also ethische, nachhaltige und sozial verträgliche Aktivitäten. Frankreich hofft auf 100 Milliarden Euro aus der Golfregion. Das meiste Geld aus dieser Region fließt bisher nach England, wo es bereits 5 islamische Banken gibt. Das könnte sich ändern. Frankreich hat ein Interesse daran, dass dieses islamische Geld in die französische Wirtschaft fließt. Der Anwalt berät 2 islamische Banken aus Katar und Bahrain, die sich in Paris niederlassen wollen. Schon lange interessieren sich Investoren aus den Emiraten für Immobilien in Frankreich. Im Wesentlichen handelt es sich um Büros, Logistik und Hotels. Weniger um Handel, weil das Einkommen auf zulässige Weise erzielt werden muss. Die Verbote von Schweinefleisch und Alkohol müssen respektiert werden. Auch Glücksspiele und zinsbringende Aktivitäten sind nicht erlaubt. Für viele westliche Banken und Banker ist die islamische Finanzwirtschaft schon heute Teil der Finanzwelt. Sie bringt viel Kapital in Umlauf und das macht sie sehr attraktiv.